Hallihallo, Hallöchen und willkommen zu einem kleinen neuen Part von Let's Play Final Fantasy 8. Und ja, ihr seht es vielleicht schon am Texturenpack, nenne ich das jetzt mal. Auf jeden Fall, ihr seht schon an den Texturen vielleicht, dass sich etwas getan hat. Ja. Was hat sich getan? Ich werde die PC-Version am Laufen. Ich ziehe das jetzt alles über meinen Grabber mit meinem Grabber-Aufnahmeprogramm auf und... Ja, vielleicht fragen sich einige Leute, warum machst du das? Das liegt ganz einfach daran, weil die Aufnahme, ihr habt ja gemerkt, wie asynchron das war. Vom Spielesound her. Ich habe das jetzt alles, ich könnte jetzt theoretisch versuchen, das nochmal so zu machen, aber ich finde die Sounds vom Final Fantasy Art der PC-Version eigentlich, die MIDI-Tracks, naja. Und außerdem, dann machen wir es einfach mal so back to the roots und ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt rein. Und ja, das ist natürlich alles jetzt ein bisschen langsamer, das ist natürlich auch ein bisschen langsamer läuft, das ist natürlich normal. Die PSX-Version läuft natürlich nicht wie mit den 60 FPS, die Dings andere Version läuft, aber naja, egal. Gute Arbeit. Vor der Prüfung solltest du noch etwas wissen. Was war das noch? Die Aufzug von GF, daran solltest du denken. Genau, das wollte ich übrigens noch machen, genau. Ich habe jetzt übrigens bis zu dem Punkt hingezockt, nein, das brauchen wir nicht. Bis zu dem Punkt hingespielt, an dem wir letztes Mal stehen geblieben sind und ab in dein Zimmer und hinein in die Uniform. Wir treffen uns in der Eingangshalle. Ja, nein, ich habe natürlich bis zu dem Punkt jetzt hingespielt, wo wir aufgehört haben. Ja, und wie ihr seht, naja, ich finde, die Qualität geht eigentlich. Aber ja. Also ich muss sagen, die Qualität ist gut für eine PSX. Also die Aufnahmequalität ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich muss mich jetzt bloß darauf konzentrieren, wieder zu reden und zu gucken, ob das noch aufnimmt. Nämlich, und zwar beide Programme, weil ich nehme das jetzt, kann das natürlich nicht per Dings laufen lassen. Und hier, wer bist du denn? Ich werde diese Woche nach Hause gehen. Ab und zu sollte ich doch lieber meine Eltern besuchen. Jetzt kann ich mir nicht spielen. Guter Wind heute. An so einem Tag spielst du gut Karten. Nein, ich bin eigentlich nicht so ein Kartenfan. Also so ein Spielkartenfan. Also, ihr wisst, was ich meine. Von bei Final Fantasy 8 vor allem nicht. Weil es mich hier immer abgefuckt hat, hier die ganzen Karten zu sammeln. Gegen den Opa hier können wir auch kämpfen. Also kämpfen im Sinne von spielen. Von mit Karten. Ach, draußen schneidet das Ganze schön. Na egal, auf jeden Fall. Schneidet es bei euch auch. Schreibt es doch in die Kommentare. Auf jeden Fall werden wir uns jetzt auf den Weg machen in unser Zimmer. Und halt von da aus unsere Uniform anziehen, whatever. Und ihr werdet vielleicht schon gesehen haben, dass diese Part ein bisschen kürzer ist. Das ist wieder nur so eine kleine Probeaufnahme. Session gedüngt. Aber es ist natürlich ein regulärer Verkehrsjachtbad. Aber wie gesagt, ich will erst mal gucken, wie das so ist, wie ich damit so... Ja. Ich wollte eigentlich nicht ins Klassenzimmer. Ich wollte eigentlich in mein reguläres Zimmer. Na egal. Fahren wir nochmal mit Fahrstuhl. Ist auch nochmal schön. Ich weiß nicht, wie lange ich das jetzt hier aufnehmen kann. 10 Minuten vielleicht. Whatever. Werdet ihr wieder sehen. Also die normalen Parts werden natürlich wieder eine Viertelstunde lang. Damit ihr wieder was zu gucken habt. Ich weiß aber nicht, ob ich damit wieder jeden Tag rauskommen will. Weil ich werde jetzt Pokémon beenden. Also das Let's Play Pokémon beenden. Die Tage jetzt, vielleicht heute werde ich es vielleicht zu Ende aufnehmen, vielleicht werde ich es dann halt irgendwann euch entgegenschmeißen, ich weiß es noch nicht. Und dann werde ich halt gucken, wie ich das mache mit dem neuen Let's Play, weil wenn man grün war, muss ich die Farm aufschreiben. Übungshalle, aber die auch schön grün ist. Nein, auf jeden Fall muss ich gucken, wie ich das mache mit dem neuen Let's Play. Ich bin dann nämlich noch immer überlegen, was ich denn als nächstes spiele. Also natürlich neben Final Fantasy 8 hier, Parkplatz wollen wir nicht, was natürlich auch nicht regulär erfolgen wird, weil ich nicht jeden Tag grau war, glaube ich. Quartiere, genau. Ich werde natürlich nicht jeden Tag zum Aufnehmen kommen und deswegen, ihr habt jetzt vielleicht auch schon gemerkt, dass ich die letzten Tage überhaupt nicht zum Aufnehmen gekommen bin, weil ich, wenn ich mal die freie Zeit hatte, die ich hatte, wollte ich auch mal alleine zocken und nicht dort immer aufnehmen. So einer bin ich ja nur auch nicht, der den ganzen Tag nur aufnehmen kann. Will ich auch eigentlich gar nicht, ganz ehrlich. Weil wenn ich den ganzen Tag nur aufnehme, dann kriege ich auch irgendwann einen Rappel. So.
Was die Uniform, die wollen wir anziehen. Ja, anziehen. Mit einem Weib als Protagonist. Ja, können wir vielleicht dabei zugucken, aber ich denke mal hier eher nicht. Aber naja, dieses ganz Blaue gefällt mir irgendwie nicht. Die Uniform in Schwarz, perfekt. Würde ganz geil aussehen. Hab's mir schon mal aufgefallen, dass Squall immer diese Halbjacken trägt, also nicht ganz über den Arsch gehen, die gehen einfach bloß bis zur Hüftjacken, keine Ahnung. Steht ihn aber irgendwie, muss ich sagen. Also auch in Kingdom Hearts 2 steht ihm das ungemein. Squall. Hier ist die Zusammenstellung für den Testeinsatz. Du bist zusammen mit Xeldin nicht. Das ist der etwas lebhafte Typ. Der nervt nur rum. Können wir die Zusammenstellung nicht ändern? Das geht nicht. Xeldin nicht. Jo, sind wir zusammen? Nein. Auch bei Xel lassen sich Einstellungen im Statusmenü vornehmen. Es ist mir eigentlich egal. Ich will das nicht. Okay. Skull ist natürlich wieder mal. Du scheinst mit Cypher nicht auszukommen. Heute früh hast du dich mit ihm gestritten und abgelost, oder? Das war kein Streit, wir haben trainiert. Das glaubst nur du. Xel will dich doch nur ärgern, Mann. Du darfst dich nicht provozieren lassen. Das geht dich nichts an. Ne, was geht dich das an, oder wie auch immer. Hört mal. Der Cypher ist euer Truppenführer. What? Was zum Truppenführer? Er? Keine Änderung möglich. Cypher, bist du hier? Ja, da kommt er mit seinen beiden. Latino und die eine, die ganz schön alt aussieht schon. Fujin Raijin. Okay. Du bist der Truppenführer, viel Glück. Christus Trepe, wie auch immer. Ich mag es nicht, wenn man mir viel Glück wünscht. Sorry, da war ein kleiner Cut drin. Aber egal. Glück brauchen nur Leute, die zu nichts taugen. Verstehe. Dann viel Glück, Cypher. Was zum... Na gut. Setz Chris auf die Liste. Die Liste? Was da wohl drin steht? Okay, Leute. Ihr seid der B-Trupp. Ich bin der zuständige Ausbilder. Achtet auf Teamwork und zieht die Prüfung erfolgreich durch. Teamwork bedeutet, dass ihr mir nicht in die Quere kommt. Das ist die Regel Nummer 1 des B-Trupps. Vergesst das nicht. Wie deine sich freut. Sind alle beisammen? Es sieht so aus, aber ich weiß nicht. Jetzt kommt die Ansprache des Tages. Passt auf. Schön, Sie zu sehen. Ich bin Direktor Set. An dieser Prüfung nehmen 12 Personen teil, aufgegliedert in Truppe A bis D. Der Ort, wo Sie sich nun hinbegeben, ist ein reales Schlachtfeld. Die Kämpfe sind ebenso real. Eine Welt, wo Leben und Tod, Sieg und Niederlage, Ruhm und Schmach dicht nebeneinander liegen. Das alles wird Sie begleiten. Eine Welt, die Sie bisher noch nicht erlebt haben durften. Nun, empfindet jemand Furcht? Nein, was denkst du von uns, alter Mann? Es werden 9 reguläre Seeds teilnehmen. Auch wenn sie nicht überleben sollten, werden die Seeds die Mission erfüllen. Ja, sehr tolle Aussichten. Diesbezüglich brauchen sie sich also keine Sorgen zu machen, ja. Ich merke schon, dass die Spezialanerziehen der Stolz des Ballamp Gardens.
Lernen Sie von ihnen und befolgen Sie deren Befehle. Bestehen Sie die Prüfung. Sie müssen uns davon überzeugen, dass Sie als Ziel geeignet sind. Ja, und ja, na egal. Es wird langsam Zeit. Ja, wird es. Ich hab Angst. Nein, hab ich nicht. Ist ja nur ein Spiel. Oder? Egal. Ja, wir machen natürlich wieder einen super tollen Abgang und Xell wird einfach stehen, okay. Xell, kommst du mit? Oder bleibst du hier? Ich kratze mich übrigens gerade am Ohr. Ja, wenn ihr es hört, ist mir egal. Squall natürlich wieder als letztes. Whoop-dee-doo. Ja. Dann heißt es jetzt wohl... Alter, Minenfahrst hier drauf? Wirklich gar nicht. Hauptsache erstmal irgendwie um die Kurve kommen. Hm? Na egal. Alter, wie viel Kabel ich hier auch mittlerweile wieder bin. Ich krieg einen Mund. Hey Squall, zeig mir deine Gunblade. Komm neunmal. Bitte, bitte, bitte. Okay, okay. Ich hab verstanden. Du bist eine pingelige Sau. Genau das bist du. Hey, sag doch etwas. Was denkst du dir überhaupt? Nicht. Nichts. Ich hasse das. Das sieht man alles nach vorsagen muss oder nachsagen, wie auch immer. Alter, was macht er denn da jetzt? Wer ist Cypher aus dem Maul hauen? I don't know what he just do. What he do, but nerv mich hier nicht drum. Hasenfuß. Was hast du gerade gesagt? Ja. Es reicht jetzt. Alles ruhig. Christus. Wer war das Mädchen auf der Krankenstation? War da jemand? Mir ist niemand aufgefallen. Ist irgendwas passiert? Nein, nichts. Grandios. Mein Team besteht aus einem Hasenfuß und einem Gigolo. Ach ja. Wo ich das erste Mal gespielt habe, wusste ich nicht mal, was ein Gigolo ist. Ich find's lustig. So, auf jeden Fall. Müssen wir jetzt mit dem Auto. Ja, ja. Vorwärts. Wir können übrigens nicht ins Menü, soweit ich weiß, nein. Theoretisch, wenn ich jetzt aussteigen würde, würde es schlecht. Ich kann jetzt schlecht aussteigen. Du kannst aussteigen. Und rennen bei Lamb. Oh mein Gott! Hoffentlich überleben die Menschen es. Weil ich auch gerade überhaupt nicht gehen musste oder so. Boah, war es krank. Wie die auch die Kurven nehmen, ne? Hauptsache rum. Da ist das Schiff. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Hast du etwas Schiss? Ihr seid die Letzten. Steigt ein. Tempo. Enttäusch mich nicht. Beeilung, Beeilung. Beeil dich, Squall. Ja, ich beeil mich ja schon. Keine Angst. Jedenfalls versuche ich's. Übrigens, ich habe die Farben von dem Let's Play, von dem Aufnahme... Grabber ein bisschen satter gemacht, also habe ich jetzt damit ein bisschen mehr Farben. Gefällt dir das? Also sieht das so gut aus? Schreibt in die Kommentare.
schon mit. Das wie viel denn war, Cypher? Ich mag halt Prüfungen. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Erläuterung der Lage und die Missionsbeschreibung. Ich darf nicht verlesen. Ich darf ihn überlesen. Scheiße, Schnee. Pistel. Muss gar nicht mal los. Setzt euch. Der Auftraggeber ist das Dolite Parlament. Der Auftrag wurde von 18 Stunden nicht, wurde vor 18 Stunden an die Seeds übergeben. Dolette wird seit 72 Stunden von den Kabalianern angegriffen. 49 Stunden später hat Dolette die Innenstadt aufgegeben. Zurzeit befinden sie sich in den Bergen und reorganisieren ihre Truppen. Soviel zur aktuellen Lage. Jetzt kommt die genaue Missionsbeschreibung. Die Kabalianer planen jetzt die komplette Beseitigung der Dolettschen Rechtsverbände. Wir werden am Luktan-Strand anlegen. Wir beseitigen die Gabalianer und befreien die Innenstadt. Wir, die Seeds, werden uns in der Zeit auf eine feindliche Gegenoffensive vorbereiten. Ja. I don't know what I just must do, but I must do it. Was müssen wir machen? Wie sieht denn, wer soll den Stadtbereich säubern? Eine wichtige Aufgabe. Langweilig. Wir müssen also den Müll beseitigen, hm? Ach ja, das versteht sich zwar von selbst, aber ein Rückzugsbefehl hat höchste Priorität. Vergesst das nicht. Wir werden bald anlegen. Gleich nach der Landung beginnt der Kampf. Bereitet euch gut vor. Das war's. Wendet euch an Quizzes, wenn ihr noch Fragen habt. Was machen wir denn jetzt? Wir werden nichts machen. Wir legen gleich an. Haltet euch bereit. Verstanden. Verstanden. Naja. Ich mag Cypher irgendwie. So, Squall, schau mal nach, was draußen abgeht. Na okay, machen wir es einfach. Wir müssen es im Endeffekt sowieso machen, also sagen wir verstanden. Du hast es begriffen, ich bin schließlich der Truppenführer. Ach, halt deinen Mund. Du bist gar nichts für mich. So, dann werden wir mal gucken, was draußen so abgeht. Und schon geht's los. Wir sind jetzt hier am komischen Strand, dessen Namen ich mir nicht gemerkt habe. Und der B-Trupp ist für den Marktplatz zuständig. Vor allem Kampf solltet ihr checken, ob die GF gekoppelt sind. Okay. Wir gehen. Das heißt, wir brauchen keinen GF. Aber wir werden gucken. Warte mal. GF. Denn ist nämlich
Guck mal, Truppe hier. So. So müsste es eigentlich funktionieren. Hallo. Hallo, Cypher. Jawohl. Wir werden jetzt speichern und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy. Ja. Ich wünsche euch einen schönen Winter.